Jetzt hätte ich doch fast vergessen, heute zu filmen. Also ich sage euch Leute, dieses Praktikum ist bis jetzt der Hammer. Map. Aber dafür habe ich heute tatsächlich die Therapeutin, ich will mal die Therapie sagen, aber es ist ja gar nicht die Therapie, es ist die Therapeutin, ausgelesen. Und hatte sogar die letzte halbe Stunde und die Rückfahrt nichts mehr zu lesen. Also habe ich heute 214 Seiten gelesen, während ich da rumgesessen habe und sage und schreibe mir nichts gemacht habe. Ab morgen soll es sich angeblich ändern. Ich wage es gerade mal zu bezweifeln, aber gut. Ich warte ab. Und wenn ich beantrage, ich Rückdeponierung von mir, keine Ahnung, wie man das nennen will. Also dann will ich wieder zurück zu meinem anderen Praktikumsbereich, weil das ist ja. Sie brauchen mich so dringend für so wichtige Aufgaben. Man kann es nicht splitten, weil es ist ja so viel. Ah. Natürlich. Ab wann geht's los? Es ist furchtbar. Es ist echt furchtbar. Man hat nie sowas Schlimmes erlebt. Also sowas Langweiliges, ja? Und ich dachte schon, meine Ausbildung, meine richtige Ausbildung, nicht die Umschule, aber die Ausbildung, wäre langweilig und ich wäre total unterfordert und bla. Aber das da, das ist ja echt die Krönung. Nee, geht gar nicht. Na gut, ich habe mir auch schon ein neues Buch in mein Eichhörnchen-Täschchen gepackt. Was das sein wird, erfahrt ihr dann morgen. Weil ich werde es ja dann morgen erst anfangen zu lesen. Ja, und jetzt lese ich halt auch die anderen beiden Bücher weiter. Also, hier, das Mädchen und die Außerwelt in der Brandwüste. Wobei ich ja das Mädchen liebsten wegpacken würde, aber das mache ich ja nicht. Nee, es ist langweilig, da passiert nichts. Warum? Warum finden das so viele gut? Wird es noch besser? Also ernsthaft, wird es noch besser? Oder bleibt das dabei, dass da nichts passiert? Okay. Ich bin jetzt auf Seite, weiß ich nicht, was habe ich denn jetzt? 140, ja 140. Ich habe gerade Seite 140 beendet, genau. Seite 140. Das heißt, ich habe jetzt so knapp die Hälfte schon mal hinter mir. Yay. Naja, wird schon, wird schon. Aber ich schaffe diesen Monat dann erstaunlich viel, muss ich sagen. Also ich habe jetzt schon vier Bücher beendet. Davon sind drei nur vom Sub. Weil ja das eine nicht vom Sub war. Das war ja ein nochmal gelesen. Aber ich muss schon sagen, das wird auf jeden Fall besser. Also, dann habe ich gesagt, ich habe im Urlaub mehr. Also beziehungsweise in dem Monat, wo ich Urlaub habe, mehr. Aber das war ja eine ganz Katastrophe. Wenn der Lesemarathon nicht gewesen wäre, dann wäre ganz vorbei gewesen. Aber gut. Ich werde jetzt wieder ein paar Bücher bei Tauschgnom reinsetzen. Also ich mache immer ein Buch reinsetzen, dann mache ich wieder was anderes. Ich mache immer so ein, na, wie halt ich immer gesagt, random To-Do. Ja, ich würde auch gerne ein bisschen Fallrechte korrigieren, aber das funktioniert nicht, weil ich immer noch meine Blätter nicht habe. Obwohl ich könnte in meinem großen, denke ich ja noch total daher, in meinem Tagebuch Fallefax, da hänge ich ja noch irgendwo im Juli fest. Ja, aber ich schreibe zumindest alles in mein Buch Fallefax rein. Hab dann diese Paris Collins, heißt das nicht? Colin Paris? Colin Paris? So hieß es doch, ne? Mein Planer, mein eigentlicher Planer. Hab davon die Seiten genommen, den Kalender und schreibe das da erstmal so grob vor, damit ich es überhaupt drin habe. Damit ich es nicht vergesse. Und die Gedanken vom Buch, da wird es dann ein bisschen mehr werden, teilweise, weil da habe ich seitenweise schon wieder vollgeschrieben. Das heißt, da muss ich da wahrscheinlich zwischendurch mal so eine richtige Seite mit reinmachen. Und ich habe ein Zitat rausgeschrieben, was ich auch noch mit auf so ein Cutty dann schreiben werde. Ah, ich würde es so gerne weitermachen, aber ich finde die blöden Seiten nicht. Ich weiß nicht, wo ich die schon hingepackt habe. Warum packe ich die immer irgendwo hin, wo ich sie nicht wiederfinde? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe meine Logik einfach nicht. Ich denke wahrscheinlich immer, also es ist oft bei Sachen so, ich denke immer, ich packe sie da, wo ich es auf jeden Fall wiederfinde. Und dann ist es auf jeden Fall weg. Immer. Das war schon immer so bei mir. Keine Ahnung, was das wieder soll. Oh, das glaube ich auch nicht. Ja, na gut. Irgendwann finde ich sie wieder und irgendwann mache ich dann weiter und dann ist schön. So, und jetzt habe ich Durst. Ich bin halt total unmotiviert irgendwie. Ich weiß auch nicht, irgendwie alles so. Liegt euch daran, wenn man den ganzen Vormittag bis Mittag nichts macht. Also bis Nachmittag schon fast. Bis 14 Uhr halt. Nichts macht, dann ist der Tag eigentlich schon wieder völlig gelaufen. Okay, nächstes Mal, ich habe gelesen. Kennt ihr schon die? Ich liebe ja Shuttle Ships in allen Variationen.
stellt, wer nicht scharf ist. Typ Stracciatella nur für kurze Zeit. Auch wenn ich mich da frage, was ist daran anders als bei den Weißen, außer dass die wahrscheinlich mit dunkler Schokolade sind und die anderen mit Vollmilch, wenn ich es richtig sehe. Ja, aber ich liebe Chocolate Chips in allen Variationen. Ich könnte mich da reinlegen und ich muss mich immer zügeln, nicht auf einmal aufzufuttern. Ich habe die vorhin schon mal in der Hand gehabt, habe da ganz viel gefuttert, jetzt habe ich sie wieder in der Hand und will weiter futtern. Egal, sie sind lecker, sie sind toll, sie sind einfach nur genial. Ich mochte sie schon immer. Und kennt ihr diese Werbung von früher, wo die ganzen da rauskamen und die aufmachen und dann fliegen die so raus? Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Ich dachte früher, wenn ich die aufmache, dann passiert das wirklich. Und ich habe mich immer geärgert, dass es nicht funktioniert. Da ist erst mal so eine Tüte drin. Das habe ich mir gedacht, so, warum ist da eine Tüte drin? Ist doch in der Werbung auch nicht drin. Dann habe ich die Tüte aufgemacht und dachte, jetzt fliegen sie gleich. Fliegt aber nichts. Ja. Aber sie sind trotzdem lecker, wenn sie nicht fliegen. Ich wollte die auch immer so aus der Luft greifen und aufmampfen, aber ehrlicherweise passierte das nie. Ich habe eine E-Mail bekommen. Unwichtige E-Mail. Kann gelöscht werden. Tschüss. Ja. Irgendwie ist heute nicht viel los. Also, das ist ja schon wieder die ganze Weile nicht viel los bei mir. Also, es tut mir leid, dass es im Moment nicht ganz so spannend ist. Ich weiß auch nicht. Es ist irgendwie gerade so. Mich nervt es auch. Dann vergeht der Tag auch noch so schnell. Beziehungsweise, wenn man zu Hause ist, vergeht der Tag schnell. Wenn ich da rumsitze, natürlich dann nicht so unbedingt schnell. Obwohl, es geht. Wenn man liest und dann geht es. Ich meine, ich stelle mir vor, wenn ich nicht lesen würde und nur da rumsitzen würde. Oh mein Gott. Wenigstens lese ich. Wenigstens habe ich einen Buchtick und kann mir jede Menge Bücher mitnehmen, die ich lesen kann. Sonst würde ich da wahrscheinlich echt die Wände hochgehen oder so, keine Ahnung. Ja gut, ich werde mir jetzt ein bisschen Challenge reinmampfen und ein Video angucken, das 24 Minuten geht. Okay. Bis denn. Ich habe gerade den Vlog bearbeitet und ich komme hier nicht raus, da steht jemand im Weg. Den Vlog von gestern bearbeitet, ein bisschen spät, ich weiß. Was ist denn los? Und dann fiel mir dabei auf, dass ich euch heute zeigen wollte, was ich parallel zu das Mädchen lese. Und ich habe es vorhin zwar schon erwähnt. Ich will es gleich mal nochmal zeigen. Sprung. Ach, Katajimi. Wo macht mir Spaß? Na komm hier. Mal Hallo sagen. Ach, heute will er mir Hallo sagen. Oh, ganz kuschelig. Ganz, ganz kuschelig heute. Ja, also. Ich muss hier gerade mal den Kater streicheln. Ich kriege sonst kein Streichleinheiten. Jawohl. So, okay. Ich lese nämlich. Moment, ich muss gucken, wie rum es richtig ist. Die Ausgebildung in der Brandwüste. Ja. Bin da inzwischen schon auf Seite 85 geht es jetzt weiter. Ja, weil das Mädchen ist ja irgendwie. Keine Ahnung. Und apropos Bücher, ich habe gerade eine E-Mail bekommen und irgendwie kann ich keine E-Mails mehr verschicken mit meinem Incredi-Mail. Ich weiß nicht warum. Es geht einfach nicht, da passiert nichts. Aber ich musste ja auch antworten, ist ja egal. Jetzt habe ich eine E-Mail bekommen von hier schreiben wir, wo ich ja das Buch gewonnen habe. Das ich schon seit Mai, Juni. Irgendwas wartet auf jeden Fall zu der Zeit, wo auch der Streik war, wurde es ja verschickt. Oder es sollte da ankommen in der Zeit, ich weiß nicht mehr, ob es schon davor verschickt wurde. Nee, wie auch immer. Jedenfalls kam es ja nie an. Und ich habe nach der letzten E-Mail gedacht, okay, wenn es immer nicht ankommt, dann vergessen wir das Ganze und haken uns unter Öl gehabt. Aber eben bekam ich eine E-Mail, ob es inzwischen angekommen ist und ob die Adresse stimmt. Ich so, nein, das ist nicht angekommen, die Adresse stimmt. Und ja, mal gucken. Und vielleicht kommt es ja doch nochmal an. Weil es ist ja schließlich auch zum Rezensieren gedacht, was man da gewonnen hat. Aber ja. Innerhalb von 4 Wochen, nachdem man es bekommen hat. Ist ja kein Problem, wenn ich es bekommen würde. Mal gucken, ob ich es noch kriege oder nicht. Wenn ja, dann kommen schon wieder ganz schön viele Bücher hier an. Mein armer Sub, ey, das ist nicht viel. Mein Ziel ist es ja, dieses Jahr noch unter 700 zu kommen. Im Prinzip nicht schwierig, wenn da keine neuen Bücher dazukommen würden. Ja, schauen wir mal. Ich habe immer noch mein Ziel, auf 100 Bücher zu kommen dieses Jahr, aber dann müsste ich die nächsten 4 Monate
lieber 10 Bücher lesen oder so. Das so funktioniert, ich weiß es nicht. Dann gibt es bestimmt wieder im Dezember so ein 2 Wochen Lesemarathon. Nein, das ist zu lang. Aber auf jeden Fall bestimmt mal ein Lesemarathon. Kann ich mir vorstellen. Weil da habe ich ja den Schluss mit lustig. Und viel Zeit. Viel, viel Zeit. Okay. Dann war es das jetzt erstmal wieder. Ich werde etwas weiterlesen. Ihmchen ist da ganz schön faul. Ja. Und Daniel müsste auch demnächst aufschlagen. Genau. Heute ist so gar nicht mein Tag. Davon abgesehen, dass ich heute, wie gesagt, ewig lange rumgesessen habe und nichts getan habe, habe ich vorhin beim Kochen meine Tomatensauce überall hin verteilt in der Küche. Aus dem Topf raus. Und eben habe ich eine Cola aufgemacht und es sprudelte überall hin, obwohl ich sie nicht geschüttelt habe. Also ich bin jetzt, mein Tweety ist jetzt ein bisschen, hier sieht man es, eingesaut. Ja, gut. Daniel ist auch da. Der ist mit den Nachbarn versumpft. Ja. Und irgendwie, zwischendurch habe ich ein bisschen geschlafen. Ein bisschen. Ja. Was soll's. Irgendwie. Es ist wieder so ein, wirklich so ein Tag, den man aus dem Kalender rausstreichen kann. Das wäre super, wenn das gehen würde. Ein Tag für nichts. Egal. So. Gelesen war nicht mehr viel. Wir haben so einen Film geguckt, der war aber nicht so doll. Also nicht der Rede wert, deswegen würde ich ihn noch nicht erwähnen. Ja. Ich habe nochmal eine Mail bekommen von hier. Schreiben wir. Ja. Das Buch, was ich gewonnen habe, wird erst ab morgen verschickt, weil es erst am Ende des Monats rauskommt. Ich hätte mich nämlich gewundert, es ist ja eigentlich schon draußen, warum es da überhaupt nochmal so eine Rezensionssache gibt, aber es ist die broschierte Ausgabe. Letztes Jahr gab es die Hardcover-Ausgaben von der Trilogie und jetzt gibt es halt die broschierte Ausgabe vom ersten Band. Okay, ich verstehe. Also nichts verloren gegangen, kommt also noch an. Oh Gott. Und das mit dem Island-Krimi-Thriller ist irgendwie immer noch nicht. Keine Ahnung. Aber wenn sie es auch noch bestätigt, dann habe ich schon wieder 3 neue Bücher. So wird das nichts. So wird das einfach nichts. Mit meinem Vorhaben, unter 700 zu kommen am Ende des Jahres. Furchtbar. Ja. Und da es schon wieder 10 Uhr ist, müssen wir schlafen gehen. Irgendwie habe ich gemischte Gefühle wegen morgen. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Irgendwie hoffe ich ja, dass es dann morgen auch wieder blöd ist, damit ich rüberwechseln kann, also zurückwechseln kann. Weil ich mag es da nicht so gern, irgendwie. Ja, okay. Dann verabschiede ich mich für heute und wünsche euch einen schönen Tag, wie auch immer. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn ihr mögt. Bis dann, bye bye.